Das achteckige Baptisterium San Giovanni, zu Deutsch Taufkirche, gewidmet Johannes dem Täufer, gehört zu den kunsthistorisch wichtigsten Bauwerken von Florenz. Seine drei grandiosen Bronzeportale aus der Gotik, der Zeit zwischen Gotik und Renaissance und der Renaissance, lassen die kunsthistorische Entwicklung im 14. und 15. Jahrhundert exemplarisch erkennen. Das Baptisterium steht auf der Piazza San Giovanni direkt vor dem Dom Santa Maria del Fiore, dessen Fassade aus dem 19. Jahrhundert stammt. Der Campanile von Giotto. Schon im 13. Jahrhundert galt das Baptisterium als Stadtheiligtum und war so etwas wie das magische Zentrum der Kommune. Sein Patron San Giovanni ist gleichzeitig der Stadtpatron. Die Figurengruppe über dem Südportal zeigt die Enthauptung Johannes des Täufers. Geschaffen 1570 von Antonio Lapini. Salome betrachtet ungerührt das schreckliche Geschehen. Das Südportal stammt aus der Gotik. Das Bronzeportal an der Südseite wurde von Andrea Pisano zwischen 1330 und 36 geschaffen. Die rechte Türhälfte zeigt Szenen aus dem Martyrium Johannes des Täufers. Johannes vor Herodes. Alle Szenen werden von einem Vierpassrahmen umfangen, mit seinen Kreisen und Rauten ein dekoratives Element aus der französischen Gotik. Seine Gefangennahme. Die Erzählweise Pisanos konzentriert sich auf das Wesentliche, ohne in Pathos abzugleiten. Johannes wird von seinen Jüngern im Kerker besucht. Nur wenige Elemente reichen aus, um echte Perspektive zu erzeugen und die Tiefe eines dunklen, bedrohlichen Gefängnisses anzudeuten. Die Jünger des Johannes bezeugen die Wunder Christi. Charakteristisch ist die Begrenzung des Bildraums durch den flachen und schlichten Reliefgrund. Vorbild hierfür, wie für den knappen, sich auf das Wesentliche konzentrierenden Erzählstil, waren die Fresken Giottos in der Peruzzi-Kapelle in Santa Croce. Der Tanz der Salome. Während links ein Musikant aufspielt, hat die Tischgesellschaft den Blick starr auf Salome gerichtet, deren tänzerische Darbietung nur in verhaltenen Gesten angedeutet wird. Die Enthauptung des Johannes. Pisano gelingt es, den Szenen mit einem Minimum an erzählerischem und dekorativem Aufwand ein Höchstmaß an dramatischer Intensität und Überzeugungskraft zu verleihen. Der Kopf des Johannes wird Herodes dargebracht. Auch hier gestaltet Pisano das bedeutsame Geschehen mit einer Schlichtheit und Intensität, die ohne jede Dramatisierung auskommt. Salome überreicht den Kopf des Johannes ihrer Mutter Herodias.
Im Gegensatz zu Giotto liebte Pisano schöne Kurven und Linien, erkennbar am kunstvollen Faltenwurf der Gewänder. So konnte er das Schönheitsideal der französischen Gotik mit dem blockhaften Giottos verbinden. Die Jünger tragen den Leichnam des Johannes. Zwischen dem dekorativen Vierpassrahmen und den in sich geschlossenen Kompositionen besteht ein reizvolles Spannungsverhältnis. Die Grablegung Johannes des Täufers. Erstaunlicherweise sind Kopf und Körper plötzlich wieder vereint. Die linke Türhälfte zeigt Szenen aus dem Leben Johannes des Täufers vor seinem Martyrium. Als mahnender Rufer in der Wüste predigt Johannes die Taufe zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden. Johannes tauft einen Jünger im Wasser des Jordans. Auf die Frage, ob er selbst der Messias sei, antwortete Johannes: Ich taufe euch mit Wasser. Es wird aber einer kommen, der stärker ist als ich, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht würdig bin. Er wird euch im Heiligen Geist und im Feuer taufen. Die Taufe Christi. Jesus kam von Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Der Himmel öffnete sich und der Heilige Geist schwebte in leiblicher Gestalt wie eine Taube herab auf ihn. Da erscholl eine Stimme vom Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Auftraggeberin, die Kaufmannszunft Arte di Kalimala, war mit dem Ergebnis hochzufrieden. Die Tür ist ein epochales Meisterwerk des 14. Jahrhunderts. Das Baptisterium wurde im 11. Jahrhundert auf den Ruinen eines antiken Tempels errichtet. Auf der linken und rechten oberen Ecke der Apsis gibt es etwas Besonderes zu sehen. Die Wasserspeier an den Eckpunkten der Apsis-Außenwand sind stilisierte Löwen. Sie verschlingen anthropomorphe Maskarone, das heißt menschenähnliche Gebäudefratzen. Ohne Brille sieht er besser.
Die Fassadengestaltung des Baptisteriums wird bestimmt durch eine antike Formensprache. Vorbilder für die Rundbögen und die geometrischen Motive waren altrömische Modelle. Antikisierende Stilelemente wie die kannelierten Pilaster links und rechts, die Ädikulae, das heißt Umrahmung der Fensteröffnungen durch Tempelaufrisse mit Dreiecksgiebeln, und die Rundbögen waren später Vorbild für die Architektur der Renaissance. Deshalb spricht man hier auch von Proto-Renaissance. Wir gehen zum Nordportal, das den Übergang von der Gotik zur Renaissance markiert. Nachdem Ghiberti den Auftrag erhalten hatte, benötigte er für die Schaffung des Nordportals von 1403 bis 1424 nicht weniger als 21 Jahre. Auf 20 Bildtafeln werden Szenen aus dem Leben Jesu gezeigt. In den frühen Bildtafeln wie der Verkündigung werden die Szenen noch in die Breite entwickelt, ohne die Illusion räumlicher Tiefe. Der heranschwebende Engel scheint den Boden kaum zu berühren. Im verhaltenen Zurückweichen teilt Maria ihre Verwunderung über die himmlische Botschaft mit. Deutlich zeigt sich hier noch ein gotisches Stilempfinden. In der Geburt Christi verraten die Figuren ebenfalls noch ein gotisches Gespür für vollendete Linienführung und Eleganz. Insbesondere erkennbar am Gewand Mariens und dessen Faltenwurf. Daneben zeigt sich aber schon eine natürliche Stimmigkeit in der Körperhaltung von Josef sowie in den Gesten und Gebärden der Hirten. Die Anbetung der Könige. Die Darstellungen werden immer ausführlicher und bewegter. In der Gruppe links sind sogar schon Ansätze räumlicher Tiefenstaffelung zu erkennen. Johannes tauft Jesus. Nach und nach treten gotische Elemente wie etwa statisch anmutende Eleganz immer mehr in den Hintergrund zugunsten einer neuen Natürlichkeit und Dynamik der Darstellung, verbunden mit räumlicher Tiefenstaffelung, kennzeichnend für den Beginn der Frührenaissance. Nach der Taufe voll des Heiligen Geistes kehrt Jesus vom Jordan zurück und wird vom Geist durch die Wüste geführt. Dort begegnet er dem Teufel, der ihn in Versuchung führen will. Nach mehreren vergeblichen Anläufen antwortet Jesus ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel mit aller Versuchung am Ende war, ließ er von ihm ab bis zu seiner Zeit. Die Vertreibung aus dem Tempel zeigt exemplarisch die neu gewonnene Komplexität von Raum und Bewegung. Eine tumultartige Szene von enormer Dynamik. Jesus wandelt auf dem Wasser. Voller Erstaunen und Entsetzen beobachten die Jünger, wie Jesus sich ihnen über das Wasser nähert. Im Einzug in Jerusalem ist die Eroberung räumlicher Tiefe schon weit fortgeschritten.
Die Figuren werden nahezu freiplastisch aus dem Reliefgrund gelöst. Im Gegensatz zu den frühen Tafeln wird der Hintergrund mit Landschaft und Architektur gefüllt. Die Geißelung Christi vollzieht sich vor einem feierlich-korinthischen Säulengang. Hier zeigt sich der Einfluss der Antike, ebenfalls typisch für die Frührenaissance. Die Tür war seinerzeit ein gigantisches Kunstwerk. Der Preis belief sich auf fast 22.000 Florin. Eine ungeheure Summe, die genauso hoch war wie der Jahresetat der gesamten Verteidigungskosten.